Hi und ein herzliches Willkommen hier bei mir auf meinem Channel. Ich bin's, euer Knarf Wiedemann. Ich mache mit euch weiter Rising World. Und zwar habe ich versucht, eigentlich, es ist mal was Dummes passiert. Ich wollte eigentlich aufnehmen und habe vergessen, auf den netten Knopf zu drücken. Ja, da bin ich halt jetzt schon aus der Dugen zurück. Und dachte, ich habe das alles als aufgenommen und es ist mir dann aufgefallen, nein, es ist kein Video mehr da. Ach, Mist. Ja, sowas passiert halt, ne? Ihr seht, bin ich jetzt schon wieder zu Hause. Aber auch zu Hause was gemacht, wo ich dachte, ich nehme es auf. Ja, man sollte doch mal öfters mal nachgucken, prüfen, ob man denn was aufnimmt oder nicht. Aber nicht so schlimm, dann zeige ich euch das halt einfach mal jetzt, was ich jetzt hier schon gemacht habe. Mir fällt gerade auf, ich muss hier nochmal eine Treppe bauen. Aber dazu, ihr seht, ist hier schon einiges passiert. Nach der Treppe muss man das mal erklären, euch das jetzt hier. Ich habe hier zwei Sitzmöglichkeiten, drei Sitzmöglichkeiten auf dem Flur hingestellt. Eine Kiste, in denen sich Möbelstücke befinden. Für die Stube und für den Garten. Und zwar zeige ich euch das mal, was ich da gemacht habe. Die Stube. Da habe ich ja eine kleine Computerecke gemacht. Möchte hier noch einen so einen Bildschirm hinbasteln selbst. Dann habe ich ja eine Trennwand hingemacht mit einem Klavier davor. Und hinter der Trennwand befindet sich dann eine Sitzecke mit einem Sessel, zwei Sessel, ein Sofa, ein Tisch und ein Schrank. Und an der Wand soll dann ein selbst kreierter Fernsehmonitor hinkommen, den ich mit euch dann mache in der nächsten Folge. Weil jetzt muss ich erstmal hier nochmal schnell durchfuseln. Durchschauen. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich die Treppe machen. Genau, die Treppe. Die Treppe wiederherstellen nach oben, die da irgendwie was fehlt. Wie auch immer, warum da was fehlt, keine Ahnung. Ist mir selber rätselhaft, wie das passieren konnte. Die Kiste, hier war Werkzeug drin, da ist er doch schön, den wir brauchen. Ja. Den Block können wir auch zu den anderen Blöcken schmeißen. Ja, da habe ich dann mit dem Block habe ich die Zwischenwand gezogen im Wohnzimmerbereich. In den Kisten habe ich ein bisschen mal aufgeräumt. Oh, jetzt gehen wir nach oben. Mit dem Vorschlag haben wir. Mit dem Vorschlag haben wir. Nehmen die Brücke raus hier. Oh. Perio. Drehen wir uns die ganze Chance und gehen nach oben. Das Stückchen fährt nämlich hier komischerweise, aber ich wollte nämlich hoch und dann bin ich hier runtergefallen. In dieses Loch, nein. Ja, so, dann haben wir das jetzt auch fertig. Ja, die Dugen ist nicht viel passiert, da waren nur noch ein paar Kisten drin. Und ein Kerkerraum, den ich gefunden habe. Die Sachen habe ich alle mitgenommen. Die sind jetzt, Moment, zeige ich euch auch mal. Ich das so gefunden habe. Das packen wir mal in die Blockkiste. Block- und Steinkiste. So, rein da. Müssen wir in alle Kiste rein. Da habe ich dann halt noch Skelette gefunden, Totenköpfe. Und halt was ganz Lustiges. Ein Käfig und noch ein Käfig. Eine Streckbank. Und fünfmal Vase. Da kann man auch Kerzen und sowas reinstellen, die Fackeln. Die sind voll putzig. Das kommt dann in den extra Raum. In den nächsten Raum, was wir dann mal später bauen, kommt das alles damit rein. In einen Kerkerraum. So. Hier draußen hat sich auch noch einiges getan. Wie ihr seht, ich habe noch zwei Fässer reingemacht hier. Hingestellt für die Früchte. Was wir dann alles ansehen. Und dann Samen, was wir dafür brauchen zum Sehen. Hier haben wir noch eine Kiste. Hier habe ich eine Kiste hintergestellt für die Barren, die aus dem Hochofen entstehen, damit wir die dann hier rein platzieren können. Da ist auch schon einer drin, ein Barren.
einen Wolfsrahmen machen. Ja. Und dann haben wir ja noch eine Kiste hier draußen. Da ist auch noch einiges Werkzeug und sowas drin. Und Felle. Und Leder. Ja. So, jetzt wollte ich eigentlich. Genau. Die Früchte hier haben wir, die Erdbeeren. Sind auch okay. Sehen gut aus. Das ist unsere Feldproduktionsstätte. Eigentlich wollte ich jetzt mit unserem Haus weitermachen. Das ist ja schon fast fertig. Jetzt wollte ich. Achso, genau. Jetzt wollte ich noch die anderen Gartenmöbel aufstellen: Garten- und Strandmöbel. So, dann gehen wir nochmal hier hoch. Nehmen uns die Kiste mit. Zack, Kiste. Die Kiste hier, wo ist die Kiste, Kiste, Kiste? Den Strandkorb. Gartentisch können wir auch mitnehmen. Die Früchte nehmen wir mit. Die Werkzeuge nehmen wir mit. Ja. Das schieben wir alles nach oben. Das ist ja alles Möbelstücke. Ja. Wenn wir die dann platziert haben, werden wir dann mit dem Hausbau weitermachen, damit wir dann unsere dritte Etage bekommen, wo wir unsere Küche und unser Bad einbauen. Und den Kerkerraum, den werden wir irgendwo hier unten hin platzieren. Die Kiste packen wir jetzt am besten hier mal ans Haus ran. Drehen wir die mal, die ganze Schause hier. Die ganze Schause. Schause, Schause. Wie die Kiste nicht so wie ich will. So, machen wir sie hin. Ja, gut, perfekt. Dann haben wir hier den Strandkorb. Nein, nicht. Kannst du. Den Strandkorb, den packen wir uns hier unten hin. Zwei Stück. So, ein bisschen so schräg. So. Ein Stückchen weiterlaufen. Den machen wir jetzt hier hin. Drehen wir uns hin, ja. Oh, drehen, drehen, drehen. So. Und dann können wir uns nämlich hier reinsetzen. Das ist voll knuffig. Nochmal F-Taste. Und dann sitzen wir hier und gucken uns den schönen Strand an. Den schönen Strand an. Mit dem Meer. Ja. Da kommen noch ein paar mehr. Von daher. Zwei reichen erstmal. Ja. Gucken wir mal hier weiter. Packen wir das jetzt wieder rein in die Kiste. Können wir reinmachen. So. Und für den Gartentisch machen wir dann hier oben einen Weg hin. Können wir mal schnell hinfliegen. Ui, fliegen, fliegen, fliegen. Können wir nämlich hier oben so einen kleinen Gartenbereich machen. Mit Gartentisch und Beten, das werden wir dann hier oben machen. Ich mir so vorgedacht, vorgestellt. Ja. Und man nimmt eine schöne Landschaft zum Haus und zum Bergen. So. So. Jo. Ja. Das dazu. Ich werde mich dann mal nach der Folge ransetzen, um Bilder rauszusuchen für den Computer und für den Fernsehen. Und lass mir mal einfallen, wie wir die nächste Etage aufbauen. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, Kommentare da lassen, was wir vielleicht oben drauf bauen, welche Farbe und Form. Dann sage ich erstmal, gehabt euch wohl einen angenehmen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Ich melde mich dann beim nächsten Video hier bei Wising World. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Knarf Wiedemann.